Nach erbitterten Kämpfen ist die Marne überwunden. Weiter geht es. Das Ziel heißt Paris. Die Märsche waren lang und in der Sonnenglut besonders schwer. Panzerspähwagen brausen über die fertiggestellten Brücken, über die Marne der Infanterie nach, um wieder die Spitze zu übernehmen. Generalleutnant Ritter von Speck, der in den weiteren Kämpfen gefallen ist. Diese Pontonbrücke trägt selbst schwerste Panzer. Und wieder Frankreichs Kulturträger. Die Reihe der Panzerkampfwagen reißt nicht ab. In vielen Kämpfen erprobt, fahren sie neuen Kämpfen entgegen. Unsere Truppen verfolgen rastlos den zurückweichenden Feind. In den Vorstädten von Paris setzte er noch Benzin- und Öltanks in Brand. Über dem Schloss von Versailles, in dem 1871 deutsches Schicksal gestaltet und 1918 deutsche Schmach besiegelt wurde, weht nun die Hakenkreuzflagge. Paris, das heiß ersehnte Ziel, ist erreicht. Das Herz und die Seele Frankreichs, Sitz großer Teile der französischen Rüstungsindustrie, der Geburtsort der Demokratie und des Liberalismus, ist in deutscher Hand und steht damit unter deutscher Ordnung. Auf dem Eiffelturm wird die Reichskriegsflagge gehisst.
Vor einem Jahr marschierten anlässlich des französischen Nationalfeiertages hier noch englische Soldaten in der großen Nationalparade mit. Valadi feierte sie als Verteidiger des französischen Bodens. In Dünkirchen verwelkten diese Vorschusslorbeeren sehr schnell. Nichts blieb mehr vom Dünkel und Hochmut der englisch-französischen Plutokraten übrig. Nun rücken über dieselben Straßen deutsche Truppen in Paris ein. Generaloberst von Bock und General der Artillerie von Küchler nehmen den Vorbeimarsch ihrer Truppen ab. Der Triumph. Place de la Concorde. Im Hintergrund rechts das Marineministerium. Der Invalidendom, in dem Napoleon der Erste beigesetzt ist. Paris ist in deutscher Hand. Die sofort anschließende Eroberung Verdun's und die Einschließung der Maginot-Linie veranlassten Marschall Pétain zu der Erklärung, dass Frankreich nunmehr die Waffen niederlegen müsse.